ist eben Stimme contra Bass. Heisst das Ensemble. Bärlauch 6. Es hat viele so mystisch angehauchte Sachen gegeben. Wir waren zum Beispiel als Kind fest überzeugt, weil man uns das gesagt hat im Dorf. Es gäbe einen Böhlimann. Ich frage mich nicht, was das ist. Eine Art Geist oder ein Monster oder so etwas. Das war für mich also Realität. Und das mit den Hexen, das hat mich jetzt nicht gewundert, wenn eine um die Ecke gekommen wäre. Das Bärlauch hat eine Hex gelebt. Das hat aber noch niemand gewusst. Es hat sich stückchenweise entwickelt. Es gibt Lieder drin, die sind noch nicht so alt. Es gibt Lieder drin, die sind schon ein paar Jahre alt. Und so haben wir das eigentlich immer mehr ausgebaut zu dem, was es jetzt ist. Schon als ganz klein an der Taufe ist sie, schlafend plumpsi vom Mann ins Taufbecken drin. Bis auf zwei sind die alle von mir. Und nachher instrumentiert von David. Ich bin der Katastrophengeier und dann gibt es Stücke, die wir zusammen konzipiert haben, also wo Franziska mit einer frischen Melodie gekommen ist und die Melodie gesungen hat, vorgesungen hat. Und ich habe angefangen zu suchen nach den entsprechenden Akkorden, die könnte passen. Und dann ist das so zu einem Gemeinschaftsweg geworden. Nein, das ist ja furchtbar! Jörgin, eine Lungenentzündung kommt wieder bin. Alles ist manchmal ist es tödlich, Kind Gottes im manchen Hafen. Meistens nimmt es gerade die Braven. Alles ist möglich, manchmal ist es tödlich, Kind Gottes im manchen Hafen. Meistens nimmt es gerade die Braven. Als Bassist spielt man einen Ton. Ich habe mir jetzt überlegen, wie kann ich das harmonisieren auf dem Bass, wie kann ich das so neu gestalten, dass es am Schluss einen harmonischen Klang gibt, nicht einfach nur zwei Töne, also der Ton von Franziska und der Ton von mir, dass das einen Gesamtsound gibt. Und da ist auch manchmal wirklich so ein bisschen knifflig gewesen, herauszufinden, welche Tonlage stimmt denn, was muss ich spielen von der Begleitung, dass es dann mit Franziska zusammen harmoniert. Und da haben wir zum Teil ausprobiert, auch mit E- oder Kontrabass ausprobiert und sind dann je nachdem auf das oder das Instrument gekommen. Und steigt am Morgen, wo alle noch schlafen, ganz langsam auf Haushöhe auf. Weil Dächer geht zählen und ungrad zu finden, doch da nimmt sie ihm fast den Schnur.
Bärlauch. 7. Das Bärlauch hatte eine Ruine. Aus dem Mittelalter, also aus dem Ersten Weltkrieg. Also eigentlich kannst du sagen, ist das Programm 48 Jahre alt. Bärlauch 9. Das Bärlauch haben sie in der Mehrzweckhalle das Alte Testament aufgeführt. Also, was ich hier geschrieben habe, ist sehr inspiriert von dem Aufwachsen in diesem Dorf. Ein bisschen überhöht natürlich. Auch nicht eins zu eins, aber da jetzt beispielsweise eine Szene von einer Kirche, die unter Wasser gesetzt wird. Da habe ich schon darüber nachgedacht, als ich meiner Mutter, die Organistin war im Dorf, bei Gott Zeitenblätter und dann wahnsinnig viel Zeit hatte und mir überlegt habe, wie es wäre, wenn man in einer Kirche schwimmen könnte. Das Wasser steigt, die Kirche ist halb voll und zum Tauchen richtig gut. Sie steigen auf die Empore, heben die Nase zu und machen sich Mut. Dann gumpen sie mit lautem Geschrei ins Kirchenwasser hinein. Oben Sonne fährt neugierig an, durch die farbigen Fenster auf den Schienen. Und sie gumpen immer kühner, Kopf voran und tauchen im Kreuzgang nach. Und nur der heilige Schein flattert über dem Wasser, sim Herr und Meister noch. Und von Zeit zu Zeit, sie sehen sich einfach zähnlich oder es blendet einen geraden Tropf. Dann macht der heilige Schein die beiden Toren an und landet auf dem falschen Kopf. Als wir gemerkt haben, dass das Programm Bärlauch so eine Form in sich kriegt, als geschlossenes Programm, habe ich immer wieder gestupft und gesagt, hey, wir nehmen das doch auf. Wir gehen ins Studio und wir probieren damit eine CD zu machen. Kaum war sie drin, hat sie die Sicherung geputzt und es ist dunkel geworden. Als das Licht wieder angegangen ist, ist die Anlage der Bärlauchswingers abgelegt. Und als dann noch die Kaffeemaschine explodiert ist, hat die Jury beschlossen, Tags sicherheitshalber zu prämieren. Ja, das war eine ganz tolle Zeit im Studio, dort, im Hartstudio. Die haben das mit uns super aufgenommen. Und ist, für mich war das ein super Projekt, das wirklich auch so in eine Form zu bringen. Ja, hat man halt das gefeiert. Eisig zurück bei dir. Glücklich wäre ich heute, bin aber wieder ein. Manchmal träume ich, dass ich für dich sing. Statt über dir, aber fremder Ort und mit dem Ziel im Kopf. Manchmal träume ich, eisig zurück bei dir. Träume du und machst mich wie ein fremder Ort und hoffe,